Herzlich willkommen zur Folge 15, Römisch 3.5 der Reihe Technische Mechanik für Gerüstbauer. Heute geht es um Lastannahmen und zwar, um genau zu sagen, um die Ermittlung von der Lastklassen, LKL abgekürzt. Übung zu diesem Thema, Ermittlung der Lastklassen, findet ihr im Übungstutorial zu dieser Folge, was einen Tag zuvor erschienen ist. Heute, wie gesagt, geht es nochmal um Lastannahmen und zwar um die Ermittlung der Lastklasse. Aber was machen wir heute konkret? Als erstes werden wir uns ein Szenario ansehen, Beratung des Auftraggebers. Was soll überraschen? Danach werden wir kurz eine Wiederholung starten, und zwar Lastklassen. Tabelle 3, DIN EN 12811, Abschnitt 6.2. Dann werden wir die Frage klären, wie werden Lastklassen ermittelt, und zwar hinsichtlich Grundlagen und die Nachweise, die zu führen sind, wenn man es rechnerisch ermitteln will. Nachweis 1, Nachweis wird mit MW abgekürzt, Nachweis 1, Nachweis der Gesamtbelastung eines Gerüstfeldes und Nachweis 2, Nachweis der Teilflächenlast, Flächenpressung. Dazu gibt es auch ein Beispiel. Folgendes Szenario. Maurermeister Müller möchte für Maurerarbeiten ein längenorientiertes Standgerüst bei der Firma Ernestine bestellen. Es geht um dieses Gerüst und natürlich hat der Chef der Firma Ernestine noch ein paar Fragen und gucken uns jetzt einfach mal den Wortwechsel an. Der Chef der Firma Ernestine fragt, was brauchst du für eine Lastklasse und Breitenklasse für die Maurerarbeiten? Maurer Müller antwortet, Lastklasse, Breitenklasse, keine Ahnung. Okay, dann benötige ich noch folgende Informationen, sagt der Chef der Firma Ernestine. Grundsätzlich ist zunächst erstmal der Auftraggeber verpflichtet, dem Gerüstbauer die Infos zu nennen. Das kann man entnehmen aus der ATV DIN 18451. Aufmaß und Abrechnung von Gerüstarbeiten. Allerdings merkt euch bitte, dass ihr als Unternehmer, wenn ihr Unternehmer seid oder in verantwortlicher Position seid, ihr eine Beratungspflicht gegenüber auch eurem Kunden habt. Es gehört also auch zum guten Image, ihm, sprich dem Auftraggeber, hier Maurermeister Müller, eventuell dabei zu helfen, die Maße und sonstigen Punkte gemeinsam festzulegen. Wenn man diesen Maurermeister Müller hilft, ihn zu beraten, das werden wir im Laufe dieser Folge sehen. Aber ganz kurz erst nochmal als Wiederholung Lastklassen. Das hatten wir in einer früheren Folge schon mal besprochen. Der Hinweis auf diese Folge kommt jetzt auch oben ins Bild. Das ging um diese Tabelle. Ich hatte euch damals gesagt, welche Bereiche ihr euch merken solltet. Diese Bereiche müsst ihr drauf haben. Das war die Lastklasse, Q1-Wert und der Q2-Wert. Wir hatten auch damals schon festgestellt, ich hatte es damals aber kurz nur gesagt, dass erst ab Lastklasse 4 planmäßige Materiallagerung möglich ist, weil dort ein Q2-Wert, ein zulässiger Q2-Wert erst angegeben wird. Diese Aussage brauchen wir heute ganz besonders. So, wir werden jetzt Lastklassen ermittelt. Die können durch Berechnung und Nachweis ermittelt werden. Dazu müssen aber verschiedene Informationen vom Auftraggeber festgelegt bzw. abgefragt werden vom Gerüstbauer. Wir merken uns bitte, Informationen sind grundsätzlich eine Hohl- und Bringschuld. Und der Gerüstbauunternehmer hat eine Beratungspflicht dem Kunden gegenüber. So, gucken wir uns mal an, welche Informationen benötigt werden oder beziehungsweise welche Punkte sind zu klären. Wie viele Personen betreten ein Gerüstfeld? Es geht hier um die Mannlast. Was werden für Arbeiten auf dem Gerüst ausgeführt? Es geht auch um Gerüstfeldabmessung, um die Ausstattung. Was wird auf dem Gerüst gelagert? Und zwar die Bezeichnung, was es ist, Anzahl, Gewicht in Kilogramm oder bei Materialien Rohdichte in Kilogramm pro Kubikdezimeter, beziehungsweise auch die Wichte, wenn sie bekannt ist. Mit diesen Angaben lässt sich die Eigenlast ermitteln. Das haben wir damals in der Folge Ermittlung der Eigenlast bereits schon für einige Bauteile mal gemacht. Wir brauchen die Abmessung des gelagerten Materials, Bauteils in Metern. Und letztlich wird uns auch folgende Frage geklärt werden. Wird das Material Bauteil per Hebezeug, das kann ein Flaschenzug sein, Gabelstapler oder ein Kran sein oder sonstiges sein, auf das Gerüst gehoben. Gucken wir uns mal die Mannlast nochmal genau an. Jede Person, also jeder Handwerker, die in einem Gerüstfeld arbeiten, wird mit 100 Kilogramm in die Rechnung angestellt. Und denkt bitte an die Umrechnung, 100 Kilogramm entspricht 1 Kilonewton. Wir werden also die Berechnung, die wir jetzt im Beispiel durchführen, gleich alles in Kilonewton machen. Also grundsätzlich jede Person, Handwerker, wird mit 1 Kilonewton im Nachweis 1 berücksichtigt. Wie setzen sich diese 100 Kilogramm, sprich 1 Kilonewton, zusammen? Wir sehen einen Handwerker, der Handwerker hat Werkzeug dabei. Erstmal, der Handwerker selber wird mit 85 Kilogramm, das sind 0,85 Kilonewton Körpergewicht berücksichtigt und Werkzeug 15 Kilogramm, 0,15 Kilonewton. Das macht dann zusammen, wenn man zusammenrechnet, 100 Kilogramm oder 1 Kilonewton. Weiter Grundlagen, und zwar jetzt geht es um die Gerüstabmessung, und zwar die Breite des Arbeitsbodens, das W-Maß nach Breitenklasse. Hier sind die Breitenklassen nach DIN EN 12811 einmal aufgezeigt. Ich habe das gemacht, Breitenklasse W06 bis W24, das ist die Tabelle aus der Norm. W06, also 60 cm bis 0,9 m, die Maße, die hier rechts in der Tabelle stehen, sind in Metern angegeben. W24
W09, W12, W15, W18, W21, W24. Man kann sich das relativ einfach merken. Es kommt immer ein Boden an 30 cm hinzu. Also 0,6 für W06. W09 wäre 30 cm, also 90 cm. W09, dann wieder 30, W12, 1,20 m, W15, 1,50 m, W18, 1,80 m, W21, 2,10 m und dann W24 größer, 2,40 m. Alle Breitenklassen lassen sich mit Modul- bzw. starre Kupplungsgerüsten errichten. Mit Rahmengerüsten können wir nur die in blau beschriebenen ansetzen. Das WMAS, wie gesagt, ist die Breite des Arbeitsbodens ohne Bordbrett. Hier habe ich es nochmal dargestellt mit einer Schubkarre, die einen, die der Maurermeister würde auch da durchfahren will, weil er wahrscheinlich noch irgendwas abbrechen will oder wegfahren will. Er muss mit seiner Schubkarre da durchpassen zwischen die beiden Rahmen. Deswegen braucht er ein WMAS, damit diese Durchgangsbreite geregelt ist. Und wenn man so eine Schubkarre mal nimmt, die hat als Breitenmaß, ich habe das extra mal bei Obi gemessen, die waren alle 95 cm breit. Deswegen brauchen wir mindestens ein WMAS von ja, 90 cm, mindestens. Wenn nicht sogar W12. Das heißt, wir reden entweder über ein Rahmengerüst W09 oder bereits schon ein ja, Modulgerüst mit 1,50 m Breite, wenn man, wie gesagt, das so durchführen will. Aber er will ja nur mauern. Ja, kommen wir zu den Abmessungen. Jetzt sind hier die Feldweite FW abgekürzt. Prüft bitte immer den Platzbedarf, ob das auch drauf passt. Wir haben hier ein Steinpaket mit 1,25 m x 0,6 Meter, den Maurer und den Mörtelkübel mit dem unteren Durchmesser von 44 cm, 0,44 Meter. Das muss alles in ein Gerüstfeld passen, weil ein Maurer grundsätzlich ein Steinpaket neben sich hat und ein Mörtelkübel auf der anderen Seite hat, damit er die beiden benötigten Dinge, Steinpaket und Mörtel, verarbeiten kann. Dafür muss ein Gerüstfeld ausgelegt sein. Wir kommen zum Hubfaktor. Wir sehen hier eine Modulkonstruktion mit einem Gitterträger. Da ist angeschlagen eine Last, ein Bauteil, was ein- oder ausgebaut werden soll, mit 300 Kilogramm, sprich 3 Kilonewton. Und wir sehen den Flaschenzug. Was passiert, wenn man jetzt diese Last mit 300 Kilogramm auf den Gerüstboden von diesem Feld auflagert, das heißt absetzt? Bringt eine Dynamik in das Gerüst ein. Und um diese Dynamik abzufedern und in der Statik abzubilden, werden die Eigenlast, sprich diese 3 Kilonewton oder 300 Gramm, 300 Kilogramm, um 20% erhöht. Das heißt, mit dem Faktor 1,2 mal nimmt. Man nennt das auch Hubfaktor, aber ich nenne es hier Hubfaktor 1,2. Also die Eigenlast wird mit dem Hubfaktor 1,2 multipliziert, um diese Dynamik abzufedern. Wohlgemerkt, das gilt aber nur für Dinge, die mit einem Hebezeug auf das Gerüst abgesetzt werden. Hier sehen wir die Berechnung: 3 Kilonewton, 300 Kilogramm sind 3 Kilonewton mal 1,2, macht also zu einer berücksichtigten Last gleich 3,6 Kilonewton. Kommen wir zu den Nachweisen. Es werden zwei Nachweise benötigt, wenn man Material lagern will. Der erste Nachweis, NW1, Nachweis der Gesamtbelastung eines Gerüstfeldes. Der sieht so aus: vorhanden Groß Q1 kleiner gleich zulässig Groß Q1. Klein Q1 wird hier drin berücksichtigt aus der Tabelle 3 der DIN EN 1211 Teil 1. Die Tabelle habt ihr euch gemerkt, hoffe ich. Nachweis 2, Nachweis der Teilflächenlast bzw. Flächenpressung. Vorhanden klein Q2 ist kleiner gleich zulässig klein Q2. Ebenfalls mit dem Q2-Wert aus der Tabelle 3 aus der DIN EN 1211 Teil 1. Der erste Nachweis NW1, der ist immer zu führen. Der zweite Nachweis NW2 ist nur bei Materiallagerung zu führen. Kommen wir zum ersten Nachweis. Hierbei ist die Gesamtbelastung eines Gerüstfeldes zu ermitteln. Das ist das vorhandene Q1. Groß Q1 und der zulässigen Belastung des Feldes, zulässig Q1. Und diese beiden Sachen sind gegenüberzustellen. Die zulässige Belastung Q1, zulässig Q1, darf nicht überschritten werden. In die Berechnung NW gehen ein, die Gerüstfeldabmessung, also erstmal die geschätzten, wenn man es noch nicht genau weiß, Gerüstfeldlänge FW und die Breite des Arbeitsbodens, das WMAS, hatten wir ja vorher schon geklärt. Anzahl der Personen, Handwerker im Gerüstfeld, Mannlast, das zu lagernde Material bzw. die Bauteile mit Gewicht bzw. Eigenlast Groß G als charakteristischen Wert CH. Bei mit Hebezeugen gelagerten Materialien und Bauteilen wird die jeweils größte Eigenlast mit dem Hubfaktor 1,2 multipliziert, also um 20% erhöht. Es wird jeweils die größte von den beiden Massen hier benutzt und mit 1,2 mal genommen. Beide Sachen werden, also wenn es mehrere Sachen sind, werden natürlich auch alle in die Rechnung eingestellt, aber die größte davon wird mit dem Hubfaktor 1,2 multipliziert. Grundsätzlich sind die Kräfte in Kilonewton angegeben, die kleinen Werte, Flächenlasten natürlich mit Q1, Klein Q1 und Klein Q2, die Maße natürlich in Metern. Hier sehen wir nochmal die Formel: Berechnung zulässig Q1, Breite des Arbeitsbodens mal die Feldweite mal Q1 aus der Tabelle 3 DIN EN 1211. Bei dem zweiten Nachweis werden alle Kräfte in Kilonewton angegeben.
vorhanden Groß Q1 gleich Summe aller Eigenlasten charakteristischen Werte und Summe der Mannlasten. Die werden zusammenaddiert und das ergibt dann das vorhandene Q1. Hört sich komplizierter an, als es ist. Ihr werdet gleich das im Beispiel sehen, dass das gar nicht so kompliziert ist. Für dritte Formel, vorhanden Q1 kleiner gleich zulässig Q1. Das ist der eigentliche Nachweis. Kommen wir zum zweiten Nachweis, NW2. Hierbei sind für die zu lagernden Materialien, sprich Bauteile, die vorhandene Teilflächenlast, Flächenpressung, vorhanden klein Q2 zu ermitteln und der jeweiligen zulässigen Teilflächenlast bzw. Flächenpressung zulässig klein Q2 aus Tabelle 3 gegenüberzustellen. Die jeweilige Einheit ist hier Kilonewton pro Quadratmeter. Mannlasten und der Hubfaktor werden hier nicht berücksichtigt. In die Berechnung NW2 gehen ein, das zu lagernde Material bzw. Bauteil mit Eigengewicht bzw. Eigenlast GCH, charakteristisch also, geteilt durch die Aufstandsfläche A. Hier weise ich noch auf ein Tutorial hin, was demnächst erscheint. Im Mathe-Werkzeugkasten für Gerüstbau ist die Folge 9. Da geht es um Flächenberechnung. Hier sehen wir es nochmal. Wir sehen unten eine Gerüstfläche in Braun dargestellt. Wir sehen einen Quader, der auf dieser Gerüstfläche gelagert wird. Der hat eine Eigenlast G. Und wir sehen hier in Violett dargestellt die gepresste Grundfläche A. Also ich teile hier G durch A. A wird in diesem Fall errechnet, das ist ein Rechteck, A mal B. Wir sehen auch die Formel nochmal, vorhanden klein Q2 gleich G durch A. Eigenlast durch die Aufstandsfläche geteilt. Das darf den zulässigen Wert klein Q2 nicht überschreiten. Das sehen wir hier, das ist der Nachweis. So, kommen wir zu ein paar Empfehlungen für Lastklassen für bestimmte Tätigkeiten oder Gewerke. Ich habe sie entnommen der DGUV 201-011, früher nannte man sie auch, das ist auch vielleicht der bekanntere Begriff, BGI 663. Lastklasse 1. Welche Tätigkeiten dürfen auf einem Gerüst der Lastklasse 1 durchgeführt werden? Es dürfen nur Inspektionstätigkeiten eingesetzt werden. Man darf also prinzipiell noch nicht mal Werkzeug mit hochnehmen. Lastklasse 2 dürfen nur für Arbeiten eingesetzt werden, die kein Lagern von Baustoffen oder Bauteilen erfordert. Jetzt wird es interessant. Jetzt geht eigentlich für mich der richtige Gerüstbau erst los. Lastklasse 3. Ja, Arbeitsgerüste der Lastklasse 3 dürfen nur für Arbeiten eingesetzt werden, bei denen die Belastung aus Personen und Materialien die gleichmäßig verteilte Verkehrslast von 2 kN pro Quadratmeter nicht überschreitet. Das sind Putz- und Stuckarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Fassadenbekleidungsarbeiten, Malarbeiten, Beschichtungsarbeiten, Verfugung, Ausbesserung und Montagearbeiten, Bewährungsarbeit mit geringer Materiallagerung. Bei Materialien ist noch zu sagen, auf der Belagfläche muss eine Durchgangsbreite von mindestens 0,2 Meter erhalten bleiben. Lastklasse 4, 5 und 6 dürfen für Arbeiten eingesetzt werden, bei denen Baustoff oder Bauteile auf dem Gerüstbelag abgesetzt oder gelagert werden. Hierbei ist mindestens Breitenklasse W09 erforderlich. Dabei darf die zusätzliche Belastung und die Teilflächenlast, sprich Flächenpressung, nach Tabelle 3 nicht überschritten werden. Das sind zum Beispiel Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Bewährungsarbeiten, Fliesen- und Naturwerksteinarbeiten, also Steinmetzarbeiten, Montagearbeiten, Wärmedämmverbundsystemmontage. Kommen wir zum Beispiel. Wir ermitteln die Lastklasse für folgenden Fall. Geplant sind Maurerarbeiten. Wir hatten ja das Gespräch von Herrn Maurermeister Müller und dem Chef der Firma Ernestin gesehen ganz am Anfang. Geplant sind also Maurerarbeiten auf dem dargestellten Gerüst. Draufsicht als geschätzte Lastklasse, geschätzt wird in der Statik, wenn man es dann in englischer Sprache machen will, mit est oder auch gesch für geschätzt abgekürzt. Ich habe hier mal den englischen Begriff genommen, est, LKL. Wird also Lastklasse 4, weil wir Material planmäßig lagern wollen, angesetzt mit Q1-Wert, sprich gleichmäßig verteilte Last, Q1 gleich 3 kN pro Quadratmeter und der Teilflächenlast, sprich Flächenpressung, Q2 mit 5 kN pro Quadratmeter. Das sind die Werte, die euch bekannt sind. Hier sehen wir mal das Gerüstfeld. Sagt, wir haben zwei Feldweiten, 2,50 Meter, 2,50 Meter, eine Gerüstbreite von 1 Meter, wobei wir davon ausgehen, dass drei Böden 30 cm reinpassen, also W ist gleich 0,9 Meter, ohne das Bohrbrett mitgemessen. Was haben wir an Belastung? Wir haben an Belastung einen Maurer laut Angaben von Herrn Müller. Er will ein Steinpaket 297 Kilogramm per Kran da reinheben. Länge zur Breite dieses Steinpakets ist 1,25 Meter mal 0,6 Meter, ist also die Aufstandsfläche damit auch beschrieben. Wir brauchen auch einen Mörtelkübel für die Arbeiten, der soll 110 Kilogramm gefüllt wiegen. Der wird auch bei Kranen draufgestellt, der untere Durchmesser 0,44 Meter. Denkt bitte daran, dass Mörtelkübel konisch sind. Das gleiche gilt natürlich auch für Farbeimer, die sind konisch. Die haben die kleinere Aufstandsfläche unten. Hier sehen wir mal die Belastung im Feld eingetragen. Prinzipiell kann das aber auch in jedem Feld dieses link montierten Standgerüstes so sein. Gesucht ist die Lastklasse. Das ist ja das, was wir dann
für unser Angebot und auch für die Statik hinterher benötigen. Ja, machen wir erst den ersten Nachweis. Wie gesagt, den müssen wir immer führen. Gesamtbelastung eines Gerüstfeldes. Denken wir daran, die Werte sind LK Lastklasse 4, also mit Q1 gleich 3 kN pro Quadratmeter und Q2 5 kN pro Quadratmeter. Denkt daran, 100 Kilogramm entspricht 1 kN. So, kommen wir zur Lösung. Berechnung vorhanden groß Q1, die vorhandene Gesamtbelastung. Ein Maurer A1 kN macht 1 kN. Plus ein Steinpaket A297 Kilogramm, das ist das Schwerste. Wir sehen, der Mörtelkübel wiegt nur 110, also nehmen wir die 297 Kilogramm, macht 2,97 Kilonewton. Und das müssen wir mit diesem Hubfaktor 1,2 mal nehmen. 3,56 Kilonewton. Jetzt kommt noch der Mörtelkübel hinzu. 110 Kilogramm sind 1,10 Kilonewton. Also einmal 1,10 Kilonewton ergibt 1,10 Kilonewton. Jetzt addiere ich die rechten Werte, die drei rechten Werte zusammen. Das ergibt dann vorhanden Q1 und das ergibt dann gleich 5,66 Kilonewton. Jetzt muss ich bestimmen, was ist zulässig Q1. Wird gemacht, indem ich die Breitenklasse mal die Feldweite mal die gleichmäßig verteilte Last Q1 aus der Tabelle 3 nehme. Ich habe hier die Maße mal hingeschrieben, 0,9 Meter für W, 2,5 Meter für Feldweite mal Q1 3 kN pro Quadratmeter. Das ergibt 6,75 kN. Meter mal Meter ergibt Quadratmeter, da kürze ich das Quadratmeter bei Q1 weg, es bleiben kN über. So stelle ich diese beiden Sachen gegenüber, jetzt kommt der Nachweis. Vor allem Q1 hat man errechnet mit 5,66 kN. Zulässig Q1 in 6,75 kN und stelle fest, der vorhandene Q1-Wert ist kleiner als der zulässige Q1-Wert. Passt. Das heißt, dieser Nachweis 1 ist erbracht. Lastklasse 4 wäre jetzt erstmal noch okay. Aber da wir planmäßig Material lagern wollen, sprich der Steinpaket und den Mörtelkübel, müssen wir auch den zweiten Nachweis führen. Mal gucken, wo das hinführt. Wir berechnen zunächst mal das Steinpaket, vorhanden Q2, die Flächenpressung. Dazu brauchen wir erstmal die Fläche. Wir wissen, das Steinpaket auf dem Gerüst stehend hat ein Maß von 1,25 m als Länge und 0,6 m Breite. Das macht als Fläche 1,25 mal 0,6 m 0,75 Quadratmeter. Fläche ist ein Rechteck A mal B oder Grundseite mal Höhe, je nachdem, wie ihr es in der Schule gelernt habt. Und jetzt kommen wir zur Berechnung vorhandenen Q2. Ist gleich 2,97 kN und 0,75 Quadratmeter macht 3,96 kN pro Quadratmeter. Der Nachweis vorhanden Q2 gleich 5,66 kN pro Quadratmeter. Vorhanden Q2 gleich 3,96 kN pro Quadratmeter. Verglichen mit dem zulässigen Q2-Wert aus der Tabelle 3, 5 kN pro Quadratmeter. Und wir sehen, der Wert ist kleiner, passt. Jetzt Berechnung vorhanden Q2 für den Mörtelkübel. Der Mörtelkübel, denken wir daran, hat eine konische Ansicht. Unten ist eine Kreisfläche. Es gibt hier zwei Formeln: R² mal Pi oder D² mal Pi Viertel. Ich habe letztere genommen. Das spart mir das Teilen des Durchmessers durch 2, um den Radius zu erhalten. Deswegen habe ich die zweite Formel genommen. Also 0,44 zum Quadrat mal 3,14 durch 4 ergibt 0,15 Quadratmeter. Vorhanden Q2 ist also gleich 1,1 kN geteilt durch 0,15 Quadratmeter. Das ergibt 7,33 kN pro Quadratmeter. Hört sich sehr hoch an. Stellen wir die Werte gegenüber. Vorhanden klein Q2 ist gleich 7,33 kN pro Quadratmeter. Zulässig Q2 ist 5 kN pro Quadratmeter aus Tabelle 3. Und wir sehen, der vorhandene Wert ist größer als der zulässige. Pah. Nachweis 2 ist nicht erbracht. Was nun? Es gibt da mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann. Welche das sind, das erfahrt ihr im Übungstutorial dieser Folge. Dann kommen wir auch schon zur Vorschau auf die nächste Folge. In der nächsten Folge fangen wir mit einem neuen Themengebiet an, das ist die Trägerlehre. Grundlagen, Träger werden da besprochen, Trägersysteme, welche Auflagearten es gibt, Spannweiten, wie man die bestimmt, statisch bestimmt, unbestimmt, diese beiden Begriffe klären wir und so weiter. Wird also ganz interessant. Das war es wieder einmal für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr konstruktive Kritik üben wollen oder ihr habt Themenwünsche für zukünftige Tutorials, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, liked es auf YouTube und empfiehlt es weiter. Solltet ihr noch nicht Abonnent dieses YouTube-Kanals sein, dann drückt bitte den Abo-Button, der jetzt gerade rechts im Bild erscheint. Dieses Tutorial gehört zur Playlist Technische Mechanik für Gerüstbauer. Bis bald, sicheres Arbeiten und Glück auf!